Die Figur der Kleopatra fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden. Ähnlich wie Ramses, Alexander der Große oder Cäsar wurde sie in der Popkultur auf verschiedene Weise dargestellt. Als exotische und bezaubernde Frau, die ihre Schönheit und Sexualität dafür nutzte, die mächtigsten Männer Europas zu verführen. Als eine starke Frau, die sich ihren Weg in einer von Männern dominierten Welt bahnte und für die Unabhängigkeit ihres Volkes kämpfte. Aber auch als Krieg und Zerstörung bringende Verheißung, als quasi reale Version der Helena von Troja. Heute allerdings werden wir uns mit der Person hinter der Legende beschäftigen. Der Herrscherin mit der wohl bekanntesten Nase der Geschichte. Hallo, ich heiße nicht nur Marty, sondern euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefields. Kleopatra die Siebte wurde zu einer Zeit geboren, als die Reiche des Mittelmeeres nach und nach an die Römer fielen. Sie gehörte der in Ägypten herrschenden griechischen Familie der Ptolemäer an, deren Vertreter sich seit Generationen aufgrund dynastischer Kämpfe gegenseitig niedermeuchelten. In dieser Welt waren Charme, Gerissenheit und Rücksichtslosigkeit entscheidend. Kleopatra wurde schon sehr jung in die Machtspiele am Hof hineingezogen. Sie war gerade einmal 11 Jahre alt, als ihr Vater Ptolemaios XII. Entmachtet wurde und fliehen musste, während ihre ältere Schwester die Macht an sich riss. Nachdem dieser mit römischer Hilfe wieder an die Macht gekommen war, ernannte er die junge Kleopatra zu seiner Mitregentin. Als er 4 Jahre später verstarb, oblag es ihr, das Reich gemeinsam mit ihrem 10 Jahre älteren Bruder Ptolemaios dem 13. zu regieren. Der Brauch schrieb vor, dass weibliche Mitregenten lediglich eine unterstützende und beratende Rolle einnehmen sollten, aber Kleopatra hatte anderes im Sinn. Im Verlauf eines Jahres verschwand der Name ihres Bruders von allen offiziellen Dokumenten und Münzen, sodass nur sie als unangefochtene Herrscherin galt. Im Jahr 48 vor Christus musste sie jedoch nach einem erfolgreichen Putsch ihrer Gegner ins syrische Exil gehen und ihr Bruder wurde wieder eingesetzt. Ägypten stürzte erneut in einen dynastischen Bürgerkrieg. Und dann kam Julius Cäsar. Er ergriff die Macht in Alexandria und erklärte, dass er zwischen Kleopatra und ihrem Bruder Ptolemaios vermitteln wolle und währenddessen Ägypten unter römische Kontrolle bringen würde. Kleopatra erkannte die günstige Gelegenheit und arrangierte ein persönliches Treffen mit dem römischen Feldherrn, um ihn auf ihre Seite zu ziehen. Der römische Schriftsteller Plutarch beschreibt, dass sie sich in einem Bettsack in seine privaten Gemächer schmuggeln ließ. Cäsars Vorliebe für schöne Frauen war weithin bekannt. Und die selbstbewusste junge Königin glaubte genau zu wissen, wie sie ihn für sich gewinnen konnte. Das scheint auch funktioniert zu haben, denn bereits am nächsten Morgen befahl er Ptolemaios, sich mit seiner Schwester auszusöhnen und seine Herrschaft erneut mit ihr zu teilen. Ptolemaios Unterstützer waren davon jedoch gar nicht begeistert und so marschierte seine Armee schon bald nach Alexandria, um seinen alleinigen Führungsanspruch durchzusetzen. Cäsar besiegte die königliche Armee vor den Toren Alexandrias und der junge Ptolemaios ertrank auf der Flucht. Als Kleopatras Macht schließlich gesichert war, verblieb Cäsar noch einige weitere Monate bei ihr in Ägypten. Und als er sich wieder auf den Weg nach Rom machte, war sie schwanger. Ihren Sohn Cäsarion benannte sie nach seinem Vater, obwohl dieser ihn nie offiziell anerkannte. Stattdessen sah Cäsars letzter Wille vor, dass sein Großneffe und Adoptivsohn Gaius Octavianus sein Nachfolger werden sollte. Cäsar wurde schließlich im Jahr 44 vor Christus während eines Besuchs von Kleopatra und Cäsarion in Rom ermordet. Die römische Republik stürzte in einen Bürgerkrieg, in dem Cäsars Unterstützer dessen Mördern gegenüberstanden. Schon bald befand sich Rom unter der Kontrolle des zweiten Triumvirats von Mark Anton, Octavian und Lepidus. Für Kleopatra, die nach wie vor auf römische Unterstützung angewiesen war, um an der Macht zu bleiben, wurde die Situation sehr gefährlich. Daher traf sie sich im Jahr 41 vor Christus mit Mark Anton, der die Kontrolle über die oströmischen Gebiete übernommen hatte. Sie segelte mit einem luxuriösen Schiff mit purpurnen Segeln und Rudern mit silbernen Spitzen nach Tunis und nach ihrer Ankunft lud sie ihn zu einem großen Bankett auf ihrem Schiff ein. Ihr Auftritt war einer ägyptischen Königin mehr als würdig. Obwohl Mark Anton genau wie Cäsar verheiratet war, erlag er ihrem Charme und verbrachte den Winter in Alexandria. Als er im Frühling die Stadt verließ, war sie mit Zwillingen schwanger und ihre Herrschaft schien einmal mehr gesichert. Mark Anton kämpfte in den folgenden Jahren gegen verschiedene Feinde in den östlichen Teilen des römischen Weltreiches, während sich die Ereignisse in Rom langsam zuspitzten und klar wurde, dass das Mächtegleichgewicht des Triumvirats nicht mehr lange halten würde. Octavian setzte Lepidus ab und riss die alleinige Macht in Rom an sich. Nach und nach entwickelten sich Spannungen zwischen Octavian und Mark Anton. Letzterer hatte seine Frau Octavia, Octavians Schwester, für Kleopatra verlassen und nun propagierte Octavian, dass Mark Anton eine rechtschaffene römische Frau und mit ihr die römischen Tugenden und das römische Reich für eine ausländische Hure verlassen hätte. 34 vor Christus zementierten Anton und Kleopatra ihre Allianz, indem sie die östlichen Provinzen unter ihren Kindern aufteilten und Cäsarion zum wahren Erben Cäsars erklärten.
Trotz allem hatte Mark Anton noch Unterstützer in Rom und Octavian schaffte es nicht, unmittelbar darauf zu reagieren. Doch als Mark Anton 32 vor Christus schließlich Kleopatra heiratete, wurden immer mehr Gerüchte laut, dass er vorhabe, seinen eigenen Senat zu etablieren. Schließlich glaubte Octavian, dass er seinen Widersacher ohne größere politische Umstürze von der Macht entfernen könne. Er erklärte deshalb der ägyptischen Königin Kleopatra und nicht Mark Anton den Krieg, um einen weiteren Bürgerkrieg vorzubeugen. Als dieser davon erfuhr, bezeugte er ihr seine uneingeschränkte Unterstützung. Genau das, was Octavian sich erhofft hatte. Mark Anton und Kleopatra verlegten ihre Truppen nach Griechenland, um sich auf den entscheidenden Zusammenstoß mit Rom vorzubereiten. Octavian überquerte mit seiner Flotte das Adriatische Meer bis nach Actium an der griechischen Westküste. Auf dem Land waren die beiden Armeen ebenbürtig, doch Octavians Flotte war der Antons weit überlegen. Also erwartete er seinen Gegner bei Actium, wo er einen Abnutzungskrieg startete und zahlreiche Küstenstädte angriff. Sein Plan ging auf und am 2. September des Jahres 31 griffen Mark Anton und Kleopatra schließlich Octavians Flotte an und wurden vernichtend geschlagen. Ihre Flotte war zerstört und die Soldaten desertierten, also flüchteten Mark Anton und Kleopatra zurück nach Alexandria. Ein Jahr später fiel Octavian in Ägypten ein. Von allen Verbündeten verlassen und ohne Armee, die für ihn hätte kämpfen können, stürzte sich Mark Anton schließlich in sein Schwert. Kleopatra wurde gefangen genommen und Octavian erklärte ihr, dass er sie nach Rom bringen lassen und sie dort als Gefangene bei seinem Triumphzug präsentieren würde. Sie war jedoch nicht bereit, ihm diese Freude zu lassen und so nahm sie sich ebenfalls das Leben, angeblich durch den Biss einer Viper. Octavian war nun der unumstrittene Herrscher des Römischen Reiches. Im Jahr 27 vor Christus wurde ihm vom Senat der Name verliehen, unter dem er heute bekannt ist, Augustus. Er leistete Bedeutendes und handelte vorausschauend, wovon die nachfolgenden Generationen profitierten. Und so wurde er zu Roms erstem Kaiser gekürt. Kleopatra hinterließ hingegen ein reiches kulturelles Erbe. Selbst zu ihren Lebzeiten wirkte sie auf die römische Öffentlichkeit zugleich faszinierend und abstoßend. Die meisten Historiker sind sich einig, dass sie eine charismatische und hochintelligente Persönlichkeit gewesen sein muss, wenngleich Schilderungen ihrer Schönheit von großartig anzusehen bis hin zu eher einfach reichten. In jedem Fall ist ihr Vermögen, gleich zwei der mächtigsten Männer Roms für sich zu gewinnen, ein eindeutiger Indikator für ihren Charme. Ihr Ruf als Hurenkönigin hing ihr jedoch lange an. Dante platzierte sie in seiner göttlichen Komödie im zweiten Kreis der Hölle, gemeinsam mit Helena, Paris, Dido und anderen Persönlichkeiten, die sich der Wollust schuldig gemacht hatten. Im Osten war sie jedoch weit besser angesehen. Die syrische Königin Zenobia, die im 3. Jahrhundert nach Christus einen Aufstand anführte, war stolz auf ihre vermeintliche Abstammung von der ägyptischen Pharaonin. Kleopatra hat wie kaum eine andere antike Figur die Popkultur beeinflusst. In Shakespeares Tragödie Antonius und Kleopatra wird sie als zwiespältiger Charakter dargestellt und gilt als eine seiner anspruchsvolleren Frauenrollen. In Filmen wurde sie von Größen wie Theda Bara und Elizabeth Taylor gespielt. Ihr Hof wurde dabei meistens wie einer der prachtvollen Höfe aus der Zeit des Neuen Reiches dargestellt. Mit der Wirklichkeit der späteren Ptolemäerzeit hatte das jedoch wenig zu tun. Wie mit vielen anderen historischen Persönlichkeiten auch hängt die Interpretation ihres Charakters von dem kulturellen Hintergrund des Publikums ab, was eine Analyse schwierig macht. Die Tatsache, dass die meisten erhaltenen Quellen über ihr Leben erst Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte nach ihrem Tod verfasst wurden, macht die Sache nicht einfacher. Wie auch immer, in der öffentlichen Wahrnehmung gilt sie als Paradebeispiel einer Femme fatale. Paris und Helena hat es vielleicht nie gegeben, aber die historische Persönlichkeit Kleopatra zeigt uns, welche Macht Sex ausüben kann. Falls ihr gerne mehr über den Zusammenhang von Sex und Krieg in der Antike erfahren wollt, klickt hier für unsere Folge über den Trojanischen Krieg. Was denkt ihr? War Kleopatra eine brillante Politikerin, eine intrigante Verführerin oder etwas ganz anderes? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr hier neu seid und empfehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Adios, wie der Ägypter so schön sagt.